Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich hatte ja vor kurzem mal auf Instagram so ein bisschen rumgefragt, ob ihr euch vielleicht irgendwelche bestimmten Videos wünscht, ob es da irgendwelche, ne, Wünsche, Anregungen, was auch immer gibt. Und ja, ein paar Leute haben mir von euch tatsächlich geschrieben, ja, mach doch mal so ein Video, deine Top 10 Düfte, die du absolut nicht magst oder so, ne? Also Top, also meine Top-Flops sozusagen. Und ja, dann dachte ich mir, ich schreibe mal so ein bisschen was zusammen an Düfte, wo ich mich noch daran erinnere, dass ich die nicht so gerne mochte. Und ja, mache da jetzt mal ein Video draus. Es sind leider keine 10 Düfte. Ich habe echt lange überlegt. Ich habe echt lange überlegt, welche Düfte könnte ich da jetzt reinnehmen. Ich habe auch nur also industrielle Sachen genommen. Ich habe jetzt kein Handmade genommen, weil ich finde, das ist irgendwie auch so ein bisschen unfair dann der Duftfee gegenüber, weil sie kann da ja letztendlich nichts für, wenn der Duft mir nicht zusagt, ne? Deswegen, das habe ich jetzt also außen vor gelassen. Ich habe mich wirklich nur auf die industriellen Düfte konzentriert und es ist eigentlich auch eigentlich fast nur Yankee Candle. Und ja, na, werdet ihr ja gleich sehen. Also es sind wie gesagt nur sechs. Sechs. keine 10, aber ist nicht schlimm, oder? Also ja, wie gesagt, mehr ist mir halt auch nicht eingefallen. Ich habe wirklich lange überlegt, ne? Aber es sind nur die sechs geworden. Deswegen, ja, würde ich sagen, fangen wir auch mal direkt an. Also es ist jetzt nicht eine bestimmte Reihenfolge, dass der jetzt am schlimmsten war und der am wenigsten schlimm oder so, sondern es ist wirklich, ja, einfach Top 6. Also, ne, 6 Düfte, die mir einfach, die gar nicht gehen. Also ich habe sie auch nicht zu Hause, logischerweise, weil, was soll ich mit Düften, die ich nicht mag, ne? Also ich verkaufe die dann wieder oder ich schicke sie wieder zurück, wenn ich die gerade frisch bestellt habe oder so. Also ja. Deswegen, ich habe die jetzt nicht zu Hause, aber ich werde versuchen. Ah, Moment, ich kann ja mal so ein bisschen zur Seite rücken. Moment, ich rück mal in diese Richtung. Und dann werde ich hier gleich immer ein Bild einfügen, oder? Ja, machen wir so. Genau. Duft Nummer 1. Coconut Rice Cream von Yankee Candle. Also ich muss sagen, ich habe da auch lustigerweise gestern oder vorgestern noch mit SugarPearls84, sei gegrüßt, die liebe Caro auf Instagram. Ich hatte mit ihr so ein bisschen darüber geschrieben, weil sie den irgendwie auch gepostet hat. Und ich meinte dann auch so zu ihr, oh, ich finde den auch voll schlimm und so. Ne? Und dann meinte sie auch, ja, gibt es überhaupt irgendjemanden, der den gut findet? Und ich so, ja. Die liebe Melli, sei gegrüßt, Mellis Kerzenliebe. Sie findet die Kerze tatsächlich gut. Ja, also. Ich meine, Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Das will ich ja jetzt gar nicht, ne? Aber ja, für mich riecht der Coconut Rice Cream. Also dafür, dass ich eine große Kokosnussliebhaberin bin, war der Duft absolut nicht mein Ding. Also dieser gedämpfte Reis oder ich weiß nicht, sollte das irgendwie was asiatisch angehauchtes sein oder so? Ich habe keine Ahnung, aber. Der ging gar nicht. Also dieser gedämpfte Reis und dann irgendwie mit so einer muffigen Kokosnuss und da war irgendwie noch so muffige Vanille mit drin. Also, boah, nee, das ging gar nicht. Also, ich hatte zum Glück auch nur, ich glaube, das war so ein Centerpiece oder das war ein Votiv. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, was ich da hatte. Aber ja, also ich habe das, also ich habe die Hälfte benutzt und die andere Hälfte habe ich, glaube ich, verschenkt oder so, weil, boah, ging gar nicht. Ne? Hat mir überhaupt nicht gefallen. Würde ich mir niemals wieder kaufen und ja, gehört auf jeden Fall zu den Top 6 Düften, die ich mir niemals wieder ins Haus holen werde. Also, falls das irgendjemand sieht, der mit mir demnächst ein Tauschpaket macht oder so, legt mir den bloß nicht rein. Also, ich mag ihn überhaupt nicht. Ja, also am besten legt ihr mir gar keinen von den Düften rein, die ich euch jetzt zeige. Weil, ja, wie gesagt, also ich würde mir die auf gar keinen Fall wieder ins Haus holen. Und selbst wenn sie durch Zufall oder so wieder einziehen sollten, würden sie auch direkt wieder ausziehen, weil. Geht gar nicht. Ja, genau. Duft Nummer 2. Ja, der steht auf meiner Flop-Liste wirklich sehr weit oben. Also, der hat auch viele Fans, der Duft, ich weiß, aber für mich ist der absolut, also eigentlich schon fast, ich habe mir eine kleine Liste geschrieben, also eigentlich schon fast der schlimmste Duft von den sechs. Der Sea Salt and Tonka von Kringle Candle. Also, wer von euch mag diesen Duft jetzt mal ganz ehrlich? Also, ich finde den ganz, ganz, ganz schrecklich. Also, die Sea Salt Note, die da drin ist, die ist so penetrant, stechend, nicht weich oder sonst was. Und die Tonkebohne kann es überhaupt nicht mehr rausreißen. Also,
Ich habe ja gedacht, so vielleicht die Tonkabohne bringt noch so was Warmes, Weiches, Süßes irgendwie noch mit rein, aber der Duft ist für mich einfach nur. Ja, also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also ich finde diese Sea-Salt-Note in diesem Duft einfach so ekelhaft, dass der. Ich hatte den, glaube ich, 2 Stunden oder so. Ich hatte da die Wax-Melts von. Ich hatte den, glaube ich, 2 Stunden oder so. Hatte ich so einen Brocken in meiner Lampe und ich musste den direkt wieder ausmachen. Ich musste lüften. Der Duft musste einfach wieder raus. Ne? Der gefällt mir überhaupt nicht. Also, geht gar nicht. Also, sorry an alle Leute, die den Duft gut finden, aber also für mich, ich bin ja sowieso nicht so die Frau Sea Salt. Also, es ist überhaupt nicht meine Duftrichtung. Und wenn die Sea Salt Note dann auch noch so stechend und penetrant ist. Nee. Geht gar nicht. Deswegen, ja. Durfte er auch weiterziehen. Genau. Duft Nummer 3 ist für mich der Strawberry Coconut Cupcake von Goose Creek. Also, ich hätte ja alles erwartet, aber nicht, dass dieser Duft so schrecklich ist. Also, ich hatte den, genau, ich hatte ja meine 40 Tage Wax Crumbs. Wax? Ich hatte ja meine 40 Tage Wax Crumbs Challenge gemacht auf Instagram. Ich weiß nicht, falls ihr mir da folgt, habt ihr es bestimmt oder vielleicht oder auch nicht, ne, gesehen, dass ich da 40 Tage lang diese Wax Crumbs getestet habe. Von verschiedenen Firmen, verschiedene Duftrichtungen. Also da war echt alles vertreten. Und dieser Duft war da auch dabei. Und als ich den kalt schon gerochen habe, dachte ich so, Also ich mag ja Food-Düfte, ich mag auch süße Food-Düfte, ich mag Kokosnuss, ich mag Erdbeere. Das war für mich alles so, ja. Hat mich kalt schon nicht so umgehauen. Und dann, als ich ihn warm hatte. Also, ich weiß nicht, was da mit dem Duft los war, aber der roch muffig, abgestanden. Der roch überhaupt nicht nach was fruchtig, süßem, leckerem. Der roch einfach nur muffig, eklig. Der hatte, glaube ich, auch noch so eine Karamellnote irgendwie, so eine Maggi-Note so ein bisschen mit drin. Nee, der ging für mich auch gar nicht. Also, Also die Cupcake-Note war für mich so überhaupt nicht lecker, überhaupt nicht angenehm, überhaupt nicht nichts. Also, ja, deswegen, ja, bin ich echt froh, dass das nur Wax Crumbs waren und ja, der Duft darf auch nicht nochmal bei mir einziehen. Duft Nummer 4. Wieder ein Goose Creek-Duft, wieder ein Food-Duft. Der Spider-Web-Pancakes. Ich weiß, dass SugarPearls84 den Duft richtig gut findet und sogar ein Glas davon hat. Oh mein Gott! Also für mich war das Maggi pur, ne? Das war für mich Maggi pur. Also ich habe eigentlich gar nicht so eine Maggi-Nase, würde ich jetzt sagen. Also ich bin da. Also ja, bei Karamelldüften, ja, kann es schon mal sein, dass ich da auch so Maggi rausrieche, ne? Aber jetzt so generell, zum Beispiel bei vanilligen Düften oder so, habe ich das eigentlich nie, dass ich da so eine Maggi-Note rausrieche. Aber bei dem. Oh mein Gott, also der hatte für mich wirklich so Maggi durch und durch. Und nee, auch diese Pancake-Note, die war mir einfach zu. Ich weiß nicht, war da irgendwie so Karamell, gesalzenes Karamell oder irgendwie sowas. Also nee, das ging gar nicht. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Waren auch Wax-Crumbs und ja, war ich froh, dass ich sie dann einmal benutzt habe und dann. Ja, also ging gar nicht. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, manchmal ist das so, ne? Jo. So. Duft Nummer 5. Also ich glaube, das Video wird auch gar nicht so lang, habe ich das Gefühl, weil ich bin relativ schnell jetzt durch. Duft Nummer 5 war für mich der Beautiful Day von Yankee Candle. Ja, war ein oder ist ein Returning Favorite. Habe ich auch nie, also dann, als ich ihn gerochen habe, habe ich es nicht verstanden, was die Leute an diesem Duft gut finden, warum er überhaupt returned durfte, also warum er überhaupt returnen durfte, weil. Also ich mag ja florale Düfte, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mag keine floralen Düfte oder nee, mag ich nicht oder so, ne? Also ich bin da echt offen. Ich mag viele Düfte. Ich mag Jasmin, ich mag Narzissen, ich mag Rosen, ich mag Veilchen, ich mag Maiglöckchen, ich mag Jasmin, habe ich Jasmin schon gesagt? Also ich mag eigentlich echt so Flieder, liebe ich. Lavendel sowieso. Ich meine, Lavendel zählt das jetzt zur Pflanzengattung, ja eigentlich schon, ne? Also ich bin da echt nicht wählerisch oder so, ne? Aber der Beautiful Day? Was war denn da los? Hör mal, also das ist ja eigentlich auch so ein blumiger Duft durch und durch, ne? Soll ja irgendwie auch so einen Blumengarten oder so widerspiegeln, auch dann mit dem Schmetterling vorne drauf und so, aber.
Also irgendwie diese Komposition in diesem Duft ist so misslungen in meinen Augen. Das ist ja immer individuell, ne? Alles individuell, aber in meinen Augen war dieser Duft einfach nur, der war muffig, der war nicht schön, der war auch nicht angenehm, der war einfach nur. Also Jessie meinte mal, Cozy Jessie hier auf YouTube und auch auf Instagram, meinte mal zu mir, der riecht wie ein Fahrduschgel. Ja, keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht genau, welches Duschgel das sein soll, aber also welches Fahrduschgel, ne? Also da gibt es ja 100 Millionen verschiedene Duftrichtungen. Aber ja, also ich fand auch, der hatte irgendwie so was Muffiges, der hatte irgendwie so nichts Angenehmes. Deswegen habe ich ihn auch vertauscht auf Facebook und habe dafür eine Belgian Waffles bekommen. Die mir übrigens sehr gut gefällt. Also ist auch wieder so ein bisschen Risiko, ne? Oh, ist das vielleicht so ein bisschen Maggi wegen Waffel? Und wir hatten ja gerade Pancakes, ne? Bei Pancakes war ich ja schon so. Aber ich muss sagen, ja, der Belgian Waffles, der ist echt schön. Also der hat auch keine Maggi-Note. Der riecht richtig so frisch, so nach frischen Waffeln, also frisch gebackene Waffeln und dann noch, ja, so vanillig und, oh ja, der riecht echt gut. Also habe ich einen guten Tausch gemacht. Ja, genau, also so viel jetzt zur Beautiful Day. Duft Nummer 6 ist für mich der Sugared Wildflowers von Yankee Candle Elevation, also die Elevation-Reihe von Yankee Candle. Ja, also das war auch wieder so ein kleines Dilemma. Das war ein Angebot, irgendwie Angebot des Tages oder so auf Amazon. Und dann habe ich so gelesen, Lavendel, Blumenbouquet und irgendwie so leichte Eukalyptusnote. Und dann dachte ich so, boah, klingt geil, ne? Klingt geil. Lavendel, ich bin ja ne Lavendel-Mädchen. Und ja, dachte ich mir, musst du kaufen, ne? Musst du kaufen, ja. Bestellt. Und dann, als das Paket ankam, kam mir schon so ein Duft entgegen. Ne? Es kam mir ein Duft entgegen und ich dachte so, oh Gott, bitte lass das nicht die Kerze sein. Ne? Bitte lass diesen Duft nicht aus der Kerze kommen. Weil kann ja sein, dass das irgendwie im Auto, ne, vom Fahrer irgendwie, dass da irgendwas so roch oder so, ne? Und dass das so ein bisschen auf den Karton abgefärbt ist. Ich meine, das kann ja immer mal sein, ne? Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich mache dieses Paket auf und mir kommt eine Duftnote entgegen. Also ich brauchte die Kerze gar nicht aufmachen, weil der Duft schon so penetrant mir entgegenkam. Aber ich habe sie natürlich trotzdem aufgemacht und dran gerochen. Also ich weiß nicht, kennt ihr den Sugared Wildflowers? Aber also ich finde den ganz, ganz grässlich. Also da konnte auch die Lavendelnote nichts mehr dran ändern oder so. Der war einfach, der war viel zu intensiv auch. Der war viel zu, auch wieder muffig, fand ich. Also der war überhaupt nicht angenehm, überhaupt nicht. Ja, so wie ein Blumenbouquet halt riecht, ne? So blumig schön, dass du denkst, oh toll. So, ne, wenn du jetzt gerade keine frischen Blumen hast, dass du wenigstens dann die Kerze dahin stellst und dann hast du so einen Duft von pseudo frischen Blumen sozusagen, ne? Aber nee. N-n. Also ich weiß auch nicht, Wildflowers, also wilde Blumen, keine Ahnung, ob das war, aber nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich weiß nicht, kennt ihr den Duft oder ja, ne? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, aber für mich war der echt. Also ich habe auch noch nie bei Amazon eine Kerze zurückgeschickt, aber ich auch so ein bisschen, oh Gott, ja, hoffentlich geht das gut, ne? Aber ja, das war tatsächlich meine erste Amazon-Kerze, die ich jemals zurückgeschickt habe. Ja, das waren sie auch schon, meine Top 6. Ja, wie gesagt, also wenn ich mich auf einen Duft festlegen müsste, der auf gar keinen Fall jemals wieder einziehen darf, dann ist das wirklich der Sea Salt and Tonka von Kringle Candle, weil. Oh, der Duft ging gar nicht, ne? Der ging gar nicht, der war mir einfach zu. Pff, ja, habe ich ja schon gesagt, ne? Also, ja. Ging gar nicht. Ja, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ne? Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr auch einen Duft habt, wo ihr sagt, oder mehrere, wo ihr sagt, boah, der geht gar nicht, ne? Der darf nie wieder bei mir einziehen, das ist einfach so ein richtiger Flop-Kandidat für mich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Düfte hasse, weil ich finde, Hass ist immer so was Negatives und ne, also hassen ist sowas, so eine starke Emotion. Deswegen, also ich würde, glaube ich, niemals einen Duft hassen, ne? Aber es sind für mich einfach Flops. Also Flops, die mir einfach nicht gefallen haben. Und ja, deswegen, also das war jetzt meine, ja,
Düfte, die ich nicht so gerne mag, sagen wir es mal so, meine Flop-Düfte, ja, genau, ich sag mal meine Flop-Düfte 2021, oder? Weil kann ja sein, dass nächstes Jahr noch welche dazukommen. Ich meine, hallo, wir haben schon fast Weihnachten und Silvester, ist das zu fassen? Wir sind schon fast wieder im Jahr 2022. Ist das nicht heftig? Also, ich finde das total krass. Ich finde das total krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, das ist unglaublich. Also man sieht das dann am besten immer so an den Kindern, ne? Also meine Tochter wird jetzt auch 3 im Dezember. Und ich denke mir so, wo ist die Zeit hin? Wo ist die Zeit hin? Sie wird schon 3. Also ich erinnere mich noch, ne, wie ich im Krankenhaus lag mit Wehen und was weiß ich. So, ja, okay, ich weiß jetzt voll off-topic, ne? Aber ja, also die Zeit, die vergeht echt so schnell. Jetzt haben wir schon wieder fast wieder ein neues Jahr, ne? So ist das, ne? Naja, wir werden nicht jünger, wir werden nur älter. Das ist der Lauf des Lebens. Und ja, naja, jetzt genug geschwafelt. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne einen Kommentar, was eure Hass, na, nicht Hass, aber eure Flop-Düfte sind. Und ja, freue ich mich natürlich, davon zu hören oder zu lesen. Und wir können uns ja so ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Und ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal wieder von mir. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bleibt gesund!